Ja, wie kommen unsere Content Manager, die für die Stiftung George Grow für die integrale Zukunftsbewegung jobben, wie kommen sie zu ihrem eigenen Butler, zu ihrer eigenen Sekretärin? Wir haben 3 HQs in Costa Rica, 2-mal in Nicaragua, in Mexico City und in Indien. Das sind bekanntlich Niedriglohnländer, ganz speziell in Nicaragua. Und so hat es begonnen mit dem David, der in Nicoya in Costa Rica ist, und der hat sich aus Nicaragua einen Butler herübergeholt. Die Kosten bewegen sich da bei einem Monatslohn so um die $200. Das Durchschnittseinkommen in Nicaragua beläuft sich auf 100 bis 150. Er zahlt ein bisschen mehr, stellt auch ein Bett zur Verfügung und ist seitdem sehr happy. Der Butler macht ihm nicht nur Frühstück für sich und auch für ihn, sondern er ist auch im Internet tätig. Das heißt, er konnte seine Umsätze hochschrauben mit der Stiftung. What's up, guys? This is a nice day. We back to Central America, you know what I'm saying? On to the struggling, on to the motivation, to motivate everything clean. You know, we gotta go through some small independence, but we gotta do this life, you know what I'm saying? This is not something so easy. We're right here meditating about how to acquire small coins to motivate growing investment. We're trying to motivate ignorance, shake off the body. We're trying to get some more energy positive. You know, we're trying to be like more learning to any small educated or diseducated people on the earth. Same way like we all is to motivate their way, is to get there. Make them can feel all right, you know what I'm saying? So we need to like motivate our energy with motivation. You know what I'm saying? It's everything, it's a struggle. It's a long sacrifice. We all know we have to go through patience, we have to go through falling, we have to go through losses, we have to go through probably shame, this ambition, you know, this losing conscience. But we're right here trying to motivate this, trying to get through this thing with truth, with love, with appreciation, you know what I'm saying? So all the brothers and sisters and people in the entire world can know what we mean about. And well, yeah, my friend, I thank to all people over America, over the world, you know that, well, we need to motivate, you know, get things straight up, you know what I'm saying? Make business from small to big, from big to small, medium, inquirement, you know, help people out, you know what I'm saying? Get up, like, small, you know, stupid ways of time. Dinosaur. We need to, like, make small, unnecessary thing come to be a necessary business thing, you know what I'm saying? So we can flow that, we can grow that, we can benefit that, we can get a point out for those things, you know what I'm saying? And I'm right there, man. My name is R. Eagle to the Air, man, Central America. Riding up on, you know what I'm saying, Randolph to the Airman, boom, hey. Und er hat dann gleich 2 Monate später sich eine persönliche Sekretärin geholt. Die 2 sind längst ein Liebespaar. Sería lo que nos caracteriza a nosotros como seres humanos, lo que somos, la esencia, es lo que nunca hay que perder en las personas. Una elegancia también, ¿no? Claro. Tú vas creciendo, tú vas desarrollando lo que tú eres, ahí va tu esencia también. Y cuando algo malo te pasa, a veces las personas cambian muy feo, pero cuando tú conservas tu esencia, las cosas lindas, lo lindo, lo que tú eres, eso es lo que... Also die Persönlichkeit entwickeln, ja, wachsen, ja, Schritt für Schritt, crecer, das Grow. Que ser espontáneos. Espontáneos, que todo fluya. Spontan und aus sich herausfließen, ja, Libertad, ne, adentro, ja, y Potenzial. Ser muy amables también. Und freundlich zu sein mit anderen, also im sozialen Kontakt. Ja. Eine Persönlichkeit werden durch Wachstum. Ja, hay que aprender de las personas, de todo lo que cada persona lernen. Conoce. ¿Sí? Muy lindo, esta es la esencia. Esta es la esencia. Muy lindo. Gracias, señorita. Mucho gusto. Sind sogar verlobt und das ist jetzt ein Dreigespann, das sehr gut funktioniert. Er möchte jetzt wieder hinüberfahren, habe ich gehört, und sich dann noch einen Sekretär herüberholen. Und ganz ähnlich ist es mit Henry von Jamaika. Der hat sich auch einen Butler aus Nicaragua geholt. Und der Alfonso, geboren in Chile, der arbeitet für die Stiftung als
Internet Operator in unserem HQ außerhalb von Delhi und der hat sich ebenso ja, zwei Assistenten angeheuert und das läuft wunderbar. Er ist entlastet, er kann strategisch denken, während seine Angestellten im Internet die Kleinarbeit verrichten. Die Umsätze sind beim David tatsächlich in den Himmel geschossen. Er macht jetzt schon mehr als $1000 am Tag und zwar Nettoeinkommen. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal gemacht, wo halt die Stiftung im Hintergrund immer mitschwingt und auch die Angebote, auch meine Bücher des Lebens und unsere Ausstellungen, unsere Retreats und so weiter und so fort. Und das ist ein Erfolgsrezept, ganz speziell für Einsame. Also es gibt sehr viele junge Leute, die, obwohl sie erst 25, 30 sind, schon sehr einsam sind, ihren Lebenspartner nicht gefunden haben. Die Leute sind in Lateinamerika, speziell in Nicaragua, viel einfacher gestrickt und weniger anspruchsvoll, könnte man sagen, was finanzielle Aspekte betrifft. Und so werden in dem einen oder anderen Fall die, die als Sekretärin begonnen haben oder als Sekretär, dann richtige Lebenspartner. Das sind sehr schöne Erfahrungen und es hilft dem Einkommen, der Unabhängigkeit, der Freiheit und vor allem der Stiftung George Grow, ihre ideellen Werte in die Welt hinauszutragen, für eine Integralität gegen die Spaltung der Welt in links und rechts, in materialistisch und in sakral und ja, tausende Spaltungen gibt es, also jedenfalls 77 und die heilen die integralen Formeln in den Büchern des Lebens. Privater Sekretär, private Sekretärin oder Butler, ein Erfolgskonzept zur Nachahmung angeraten. Hi everybody, this is a beautiful day and thanks to my dear friend George Grow, I thought I'd do this video here because this is just such a great time and it's been so helpful to be part of the George Grow Foundation. Now, if you're new to this and you're not familiar what the George Grow Foundation is, check it out. There's a web link where you can get information. It's basically helping you to get out of your regular life. So whether you have a job, a 9-to-5 that you go, you know, going to work, long driving time and hours and stuff like that. If you just decide you don't want that anymore, you just want to make a living somewhere else and maybe you want to change locations like I moved from Austria here to LA. Then this is something that George Grow helps you. They have books that you can really learn a lot from. They have seminars. They have a lot of offerings that help you just to get this right mindset, what you need. And they have also master coaching programs and things where they teach you how to do that and give this to other people and share this with others. And that's actually what I think I'm going to love it here.